Und damit herzlich willkommen, meine lieben Exilanten, zur nächsten Folge hier in der Season 3 bei Conan Exiles. Ja, ich habe mir mal überlegt, da wir in den letzten Folgen wieder sehr viel gebaut haben, werden wir in den nächsten Folgen, also jetzt in den kommenden Folgen, mal wieder ein bisschen Abwechslung machen. Und wir werden das nächste Dungeon machen. Ich habe mir mal überlegt, weil ich in der Gegend jetzt einmal schon war, um den Battle Pass ein bisschen weiter zu machen. Und hier haben wir ja noch den Palast der Hexenkönigin. Ich denke mal, das ist jetzt nach den Abschaumtiefen so mehr oder minder das nächste leichtere Dungeon. Und dachte ich mir, werden wir einfach mal in die Richtung gehen. Dann können wir auch ein bisschen gleich die vergessene Stadt nochmal ein bisschen auskundschaften. Da war ich momentan bloß mal hier im Schwarzen Garten, um ein bisschen Schwarzlotus zu pflücken für, wie gesagt, die Herausforderung für den Battle Pass. Und da würde ich sagen, machen wir uns da als nächstes mal auf den Weg. Ja, was ihr hier schon so ein bisschen seht, ist unser Wirtshaus, ne? Hat sich ein klein bisschen verändert. Ich habe jetzt zwischen den Folgen mal schon so ein bisschen angefangen, die eine oder andere Dekoration zu machen, damit das Gebäude ein bisschen, ja, optisch ein bisschen ansprechender aussieht. Und da haben wir hier noch so ein paar schöne kleine Obstbäume nochmal dran. Hier nochmal eine Trankstelle für die Pferde, die wir dann hier unten nach und nach da so ein bisschen umpacken werden. Kleines Trainingsgelände für unsere Stadtwache, ne? Einmal Nahkampf und einmal Fernkampf. Und wir können ja noch mal ganz kurz reingucken ins Wirtshaus, denn hier verbirgt sich noch mal etwas Kleines Neues. Jetzt haben wir natürlich gerade die Musik wieder im Hintergrund, aber wir machen mal hier an, denn in einer Mod sind verschiedene Soundobjekte drin. Ne? Da habe ich jetzt hier beispielsweise einmal mit dieses Soundfass reingestellt. Können wir uns ja mal anhören. So, das kann man aktivieren und dann hat man theoretisch immer mal so ein bisschen in der Umgebung, ja, atmosphärische Musik gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal direkt Tavernengeräusche und halt so ein bisschen Belly Dance. Das passt zu unserer Tänzerin gerade. Das passt ganz gut. Ist auch wirklich so ein bisschen stationär. Das heißt, je weiter wir uns wegbewegen, desto leiser wird es, ne? Wenn wir wieder näher kommen, nach und nach wird die Musik wieder lauter, bis wir dann beim eigentlichen Objekt sind. Passt doch mal ganz gut. Machen wir aber in dem Fall jetzt mal aus, weil die Musik gerade wieder losgeht. Aber ihr seht schon, ne? Ein bisschen eingerichtet haben wir es. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit dann immer zwischen den Folgen, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, werde ich hier die einen oder anderen Thespians noch hinstellen. Das hier ist nämlich auch nur ein Thespian. Ne? Ist jetzt kein Thrall, also sprich kein NPC, den wir irgendwo gefangen genommen haben, sondern das ist halt im Prinzip ein Deko-Objekt, ne? Sogenannter Thespian. Werde ich, wie gesagt, zu gegebener Zeit auch nochmal ein ausführliches Tutorial zu machen vor gesamten Pipi-Mod. Dann entsprechend auch nochmal, wie man Thespians einrichtet und welche Möglichkeiten es da gibt, die beispielsweise auch als Händler einzustellen. Das wird es dann alles nochmal separiert in einem ausführlichen Guide dazu geben. Teller und alles mögliche habe ich auch schon mal draufgestellt, damit es ein bisschen, ne, optischer aussieht und nicht so leer. Die obere Etage haben wir halt auch noch. Haben wir auch noch mal einen kleinen Tanzbereich und da kommt dann später auch noch mal eine Tänzerin hin. Und hier haben wir im Prinzip ein kleines Festgelage. Ne? Wird dann auch noch mal entsprechend belebt, ein bisschen mit verschiedenen Charakteren, die dann hier anzutreffen sind. Hier noch mal eine weitere Wirtsdame wird hier oben dann noch mal stehen, die ein bisschen für Ausschank sorgt. Und ja, das ist im Prinzip schon mal unser kleines Wirtshaus, ne? Andere kann ich euch, denke ich, auch nochmal zeigen. Im Tempel habe ich jetzt noch nicht so viel eingerichtet, aber da haben wir zumindest auch nochmal eine Dame sitzen. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir machen die Musik mal ganz kurz aus, damit wir hier das Soundfile von diesem Horn hier hören. Da habe ich mir jetzt mal überlegt, das packen wir mal in den Tempel rein. Oh, da geht der Sound schon los. Muss man halt immer mit E einmal kurz anklicken, damit es aktiviert wird, ne? Passt jetzt nicht hundertprozentig, weil es mehr nordisch ist. Aber da wir hier so ein bisschen den mystischen Schrein nachher haben, ne? Wo halt auch Opfergaben dargebracht werden. Praktisch passt das ganz gut, weil wir so mega viel Auswahl haben wir nicht. Passt aber, denke ich, trotzdem ganz gut. Gibt es halt verschiedene Sachen, kann man ganz gut einstellen. So, wollte ich euch bloß mal ganz kurz zeigen, damit ihr wisst, halt, wie gesagt, auch bei den
bei den Mods, die ich unten verlinkt habe, was er da alles so kriegt. Ne? Da ist halt unter anderem in einem der Mods jetzt auch diese Soundteile drin. Und halt verschiedene Objekte, die kannst du überall hinstellen. Gibt es in verschiedenen Ausführungen, einmal oder beziehungsweise zweimal ein bisschen orientalisch, ne? Einmal das, was wir in der Taverne hatten. Dann nochmal so ein bisschen arabisch angehaucht. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für nordisch, also sprich zimmerisch, ne? Hat man also für verschiedene Biome quasi entsprechend auch verschiedene Musikrichtungen. So, dann würde ich fast sagen, wir schnappen uns mal unseren Golem hier. Den würde ich bei Gelegenheit gerne mal loswerden. Dann nehmen wir den ruhig mal als Begleiter mit. Und dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Palast der Hexenkönigin. Wie gesagt, das wird der nächste Dungeon sein, den wir in Angriff nehmen wollen. Seht halt im Hintergrund auch schon, mittlerweile haben wir einiges an Personal. Ne? Gerade bei den Ausflügen, die ich jetzt für die verschiedenen Herausforderungen für den Battle Pass gemacht habe. Wollen wir mal gucken, was wir da aktuell gerade haben. Da hätten wir zum Beispiel Wölfe. Oh, was gerade passt, wäre Gorillas, ne? Vogelkreaturen können wir nebenbei auch machen. In das Gebiet kommen wir nämlich gerade. Denn ihr seht gerade, ich bin jetzt bei Stufe 39 gerade. Versuche jetzt mal nebenbei, wenn wir gerade mal so einen Bonus haben von Multiplikatoren, versuche ich gerade so ein bisschen den Battle Pass zwischendurch zu machen. Damit wir das zeitlich fertig kriegen. Und da ist mir halt immer mal der ein oder andere Kämpfer so ein bisschen begegnet, ne? Den ich dann immer direkt eingesammelt habe. Denn ich gehe immer stark davon aus, dass während unserer langen Reise hier bei Conan Exiles uns nochmal der ein oder andere Begleiter durchaus wegsterben kann. Daher besser, wir haben ein paar auf Vorrat. So, wollen wir mal. Ja, die ignorieren wir jetzt erstmal dezent hier, die ganzen Viecher. Denn unser Golem hat zwar viel Leben, kann aber nicht repariert werden. Da möchte ich natürlich so viele Lebenspunkte wie möglich dann haben. So, wollen wir mal ganz kurz gucken. Ja, Richtung ist richtig. Möchte ich natürlich so viele Lebenspunkte wie möglich noch haben, wenn wir jetzt dann in das Dungeon reingehen. Bin auch mal so ein bisschen überlegen. Die versunkene Stadt würde sich wahrscheinlich mit dem Golem anbieten, ne? Denn, wie gesagt, bei einer versunkenen Stadt sind viele Bosse drin, die Blutung oder Giftschaden machen. Und das kann unserem Golem halt gar nichts anhaben. So. Wäre also die Überlegung naheliegend, sobald wir dann später ins nächste Dungeon gehen. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich dann die versunkene Stadt werden. Da werden wir uns wahrscheinlich nochmal einen Golem organisieren. Wollen wir erstmal. Ja, dann nehmen wir erstmal nicht mehr mit. Wir haben jetzt aktuell, glaube ich, 3, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und die werden wir in den meisten Fällen sowieso nicht nehmen. Ich finde das immer ein bisschen störend, dass du die immer mit dir rumschleppen musst. Die stehen dann immer überall rum, wenn du gerade in den Kampf gehst oder so. Oder wenn du in den Dungeon willst, dann musst du die vor dem Dungeon parken. Ah ja. Für weite Strecken werde ich wahrscheinlich immer mal so ein bisschen unser Admin-Porten benutzen, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen und die Laufwege. Und daher, wie gesagt, so wirklich Pferde an sich brauchen wir halt wirklich. Dann muss mal gucken. Wir könnten theoretisch hier schon rüber, ne? Dann wir gehen auf die andere Seite. Die erledigen wir mal schnell. In den Kreaturen machen wir mal nur das Nötigste, was uns jetzt ein bisschen entgegenläuft. Wie gesagt, unser Golem kriegt ja eh keine Erfahrungspunkte. Würde sich jetzt also nicht rentieren, hier an alle möglichen Feature reinzurennen. So, hier müssen wir uns gleich mal ein bisschen aufpassen. Hier dürften gleich 2 Krokodile liegen. Man müsste gleich aufs andere Flussufer rüber. Ne? So. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll, aber ich bin ein klein bisschen angeschlagen. Ne? Hab eine kleine Erkältung wahrscheinlich. Also, heute sollte meine Stimme nicht die gewohnte, geschmeidige Tonlage haben. Dann möge man das mal nachsehen.
Aber es ist jetzt gerade wieder so ein bisschen die ekelhafte herbstliche Jahreszeit, wo man wieder laufend diesen Wechsel zwischen warmer und kalter Luft hat, ne? Außen kalt und nass. Drinnen dann durch die Heizungsluft wieder ein bisschen trockenere Luft. Helfen wir unserem Dude hier mal. So, dann können wir rein theoretisch auf die andere Seite schon rüber, ne? Dürfte jetzt nicht mehr so viel kommen. Gehen wir gleich auf die andere Seite rüber und dann machen wir uns langsam in den Dschungel. Könnten theoretisch überlegen, ob wir auf dem Rückweg dann am Palast hier... Ja, am 50 das war, glaube ich, Palast, ne? Ja, Pagode, genau. Pagode der ungezügelten Lust könnte man theoretisch dran vorbei. Ne? Könnte mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal irgendeinen legendären Arbeiter oder Kämpfer finden. Und den ja rein theoretisch direkt mitnehmen. So, dann mal gucken. Können wir halt, wie gesagt, jede Menge von diesen wilden Vögeln hier killen. Die brauchen wir halt zum einen für unsere Quest. Ja gut, da haben wir Nummer 1. Können wir mal gucken, ob wir von hier aus auch rein könnten. Theoretisch könnten wir auch von hier reingehen, ne? Aber wir gehen ruhig mal den regulären Weg von vorne. Haben wir hier vielleicht noch den einen oder anderen Schuhschnabel. Da vorne sehe ich nämlich noch einen. Dann nehmen wir die alle gleich mit. Und wir nebenbei gleich die Quest machen. Komm, greif mich an. Ah, sehr gut. Das ist schon sehr angenehm, diese Golems. Meine Verhältnisse sind die teilweise ein bisschen zu stark, aber... Ecke kloppt den Burschen. Dann haben wir 3 von 10. Im Dschungel dürften ja noch einige kommen. Das heißt, die Aufgabe dürfen wir eigentlich mit Leichtigkeit fertig kriegen, denke ich mal. Schnappen wir uns hier mal die Tafel noch. Hold, Bonded One. For you, this path leads only to trouble. Your people dwell east of here in the swamps, but to cross the curse wall is death. Understand the wall was built to power the bracelets. To give sorcerers power when far from home. Interessant, ne? Wir haben gerade das erste Mal erfahren, dass im Süden freie Menschen leben, außerhalb der Flugmauer. Oh, sehr schön. Ja. Die dürfen gefühlt nirgendwo hin, nach deren Meinung, ne? Süden sollen wir nicht. Nach Osten dürfen wir nicht. Hat schon eingeschränkte Bewegungsfreiheit hier. So, gucken wir nämlich hier erstmal, dass wir uns ein paar Gorillas holen. Und ein paar Duschnäbel. Und anschließend werden wir dann zum Palast der Hexenkönigin gehen. Der Golem hat momentan so gut wie keinen Schaden bekommen. Der steht also noch gut in Kraft und Saft, ne? Hier würde es rein theoretisch sogar einen heldenhaften Schatz geben. So eine Statue halt in Edelstein mit dem wertvollen Gestein geschlagen. Aber die müssten wir halt dann wieder bis zurück zur Basis schleppen. Ne? Ja, das ist doch ein großer Schuhschnabel, oder? Nee, ist noch ein normaler. Ja gut. Kann er sich erstmal austoben hier. Macht ganz gut Schaden, der Bursche, ne? Das ist jetzt noch einer der schwächeren Golems hier, ne? Glaube ich, nur normaler Steingolem. So, mal gucken. Wir sind ja noch ein paar Gorillas, ne? Da können wir ja noch ärgern. Morgen. Das kann unser Golem machen. Ja, schön. Der macht zuverlässig Schaden.
Bisschen Gorilla-Jagd. Positiver Nebeneffekt, den der Bursche hier natürlich hat. Er reduziert auch noch die Rüstung, ne? Wo? Und wo? Ach da. Ja gut, ich meine, die zählen glaube ich nicht, ne? Ja. Mal gucken, ob die auch noch mit als Gorilla zählen. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher gerade. Okay, die zählen also nicht. Zählen wirklich nur die normalen Gorillas anscheinend. Oh, hier stehen ja zum Glück noch genügend rum. Finde ich ein bisschen Ironie irgendwie, ne? Ich hoffe, dass die Begleiter eigentlich schon ein ganzes Ende genervt haben. Weil man halt wieder so ein bisschen das Feeling bekommen sollte, dass man als Spieler wieder ein bisschen bedeutender ist, ne? Machen die eigentlich noch ganz gut Schaden. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eigentlich nichts großartig umgestellt. Bis auf die Herstellungsgeschwindigkeit sind das eigentlich alles Vanilla-Einstellungen. Dafür machen die noch ganz gut Schaden. Oh, haben wir sogar ein Level abbekommen dadurch. Cool. Oh, da ist eine Kiste. Wollen wir doch mal gucken, was da Schönes drin ist. Hm? Steinthron. Einmal Steinthron. Nehmen wir mal mit. Weiß nicht, ob wir die brauchen werden, aber... Hm? Das Deko-Element. Warum nicht? Nehmen wir mal mit. Oh, da schön einen Nacken gekriegt hier. Ich bin ganz zufrieden, dass unser Begleiter uns nicht Friendly Fire machen kann. Ne? Der haut mich ganz schön rein. Gerade mit dem riesen Hammer. Da wäre unser Schild halt nahezu nutzlos, ne? Wenn er uns die ganze Zeit umboxen würde. Da ist zwei hier drin. Uns geistet bei der Gelegenheit in der Stadt mal ein bisschen um. Ärgern wir mal ein bisschen hier. Ja. Das ist das Gute, mit seinem Waffenschwung trifft er halt gleich beide im Idealfall. Ne? Ja. Ja, macht echt gut Schaden. Wirklich ein zuverlässiger Begleiter, der Bursche. So, was haben wir denn hier? Jede Menge Lebensmittel, ne? Den brauche ich mal mit. Oh. Glaube ich das? Wie frech. Oh. 6 von 10. Das läuft doch schon mal ganz gut. Da müssen wir bloß gucken, dass wir noch ein paar Schuhschnäbel finden hier, ne? Mal größtenteils bloß... Gorillas erledigt. Braucht natürlich auch noch Schuhschnäbel. Mal, glaube ich, mal die Richtung gehen hier. Bisschen Richtung Flussufer hier. Ne? Hier wäre zum Beispiel der schwarze Garten. Ne? Da kriegt man jede Menge Schwarzlotus her. Nachteil ist, da ist jede Menge giftiges Gas drin. Ne? Das heißt, man bräuchte eigentlich eine Gasmaske, um da vernünftig drin abbauen zu können. Kann man immer mal ein bisschen tricksen, indem man sich gegenheilt und immer mal nur kurzzeitig reinsprintet. Die ersten Pflanzen sich schnappt, die halt irgendwo in Reichweite stehen. Oh, gucken wir uns mal um hier. Mal gucken. Wir müssten jetzt rein theoretisch hier so ein bisschen hier runter, ne? Müssen uns mehr links halten. Ach, das wäre ein Gorilla. Ja gut, die brauchen wir eh noch. Die brauchen wir ja eh noch. Wo
Und da hinten sehe ich noch einen Schuhschnabel. Den schnappen wir uns mal ganz schnell. Bevor hier irgendein Gorilla den wieder killt. Na, komm her. Oh. Machen kaputt, Junge. Na gut. Einen brauchen wir noch und dann haben wir es sogar schon. Ich könnte theoretisch mal gucken, ob wir irgendwo einen dämonischen Gorilla finden. Meistens steht hier einer in der Stadt nämlich immer irgendwo random rum. Zwei Gorillas noch und dann haben wir es schon. Ich hoffe, es ist jetzt ganz gut vorwärts gekommen. Haben wir noch einen Affenmenschen? Oh, so ein klein bisschen Schaden hat er mittlerweile auch schon gekriegt, ne? Ah, den Burschen haben wir schon mal. So, was willst du hier? Guck mal, erstaunen, wie krass der Unterschied zwischen dem Waffenschaden und dem Schaden ist, den er mit einem Tritt anrichtet, unser Golem, ne? Bei uns als Spielecharakter, glaube ich, nicht so ein krasser Unterschied. Wir machen, glaube ich, selbst mit einem Tritt schon relativ viel Schaden. Ah, hier haben wir einen bösartigen. Ah, ist er doch schon. Mal gleich ein bisschen Dämonenblut noch mal raus. Ja. Reiten wir den mal auseinander. Ja. Kiste haben wir nämlich auch gleich noch eine. Wollen wir aber gleich ein bisschen was aussortieren. Ne? Fleisch braucht man nicht, die Knochen braucht man nicht. Dann schmeißen wir mal die Fleischstreifen rein. Ist bloß auf unserem Wasservorrat ein bisschen achten. So, gönnen wir uns noch mal ein kühles Bier, ne? Haben wir gar nicht, bloß Wüstengrog. Dann nehmen wir mal den Grog. Oh, haben wir uns verdient. Bisschen Alkohol hier, kann nicht schaden. So, ne, mal gucken, wir gehen mal hier hoch. Was hier oben noch so ist. Ah, hier ist noch eine Truhe, sehr gut. Können wir sogar gebrauchen. Den mache ich mal mit. So. Wir müssten jetzt gleich hier runter, ne? Da geht's zum Palast. Vorher machen wir nochmal schnell die letzten Schuhschnäbel. Oder den letzten. Ist ja, glaube ich, bloß noch einer. Und den letzten Gorilla. Haben wir unseren Gorilla. So. Moin, Steuerfahndung. Ob er den vernünftig erwischt. Ah, ja gut. Damit brauchen wir... Na, da ist schon der letzte Gorilla. Perfekt. Cool. Damit haben wir den ersten Auftrag schon mal erledigt. Sehr schön. Und dann brauchen wir bloß noch einen Schuhschnabel, ne? Einen letzten Schuhschnabel. Den müssten wir irgendwo hier unten wahrscheinlich finden. So, da haben wir nochmal einen Gorilla. Ach, Mist. Hier wäre zwar ein Schuhschnabel gewesen, aber den hat doch schon Steinholz verarbeitet hier irgendwie, ne? Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So können wir gleich unseren Wasservorrat mal auffüllen. Ah. So, wo haben wir jetzt hier noch einen widerlichen kleinen Schuhschnabel? Da hinten sehe ich einen. Ja, wobei hier wären auch noch welche. Hier können wir uns gleich schon mal Kohle holen, fällt mir gerade so ein. Ne? Wir müssen noch mal... Ah ja, hier hinten nämlich. Na gut. Sehr schön. Nächsten Auftrag fertig.
cool, cool. So, schreibt man uns gleich ein bisschen Kohle hier. Nehmen wir ruhig noch mit. Das. Kohle können wir immer mal gebrauchen. Hm. Solange wir was haben, brauchen wir sie nicht irgendwo extra nochmal organisieren. Nehmen wir sie jetzt gleich mit. Ja. Hinten ist auch noch zweimal. Mittlerweile sind wir sogar schon bei Stahlwerkzeugen angekommen. Ich habe auf meinen Erkundungstouren natürlich immer mal alle Kisten gelootet und alles an Werkzeug mitgenommen. Und habe jetzt alles mal auf Stahl soweit schon mal ausgetauscht. Damit kriegen wir halt auch beim Abbauen ein bisschen mehr raus. So, ich wollte auch mal sagen, mit diesen atmosphärischen und entspannenden kleinen Musikklängen im Hintergrund gehen wir in die Folgenpause. Und in der nächsten Folge, ja, wir sind ja schon in der Nähe des Palastes der Hexenkönigin. Das heißt, die werden wir uns dann in der nächsten Folge widmen und uns da entsprechend dann auch den Loot holen. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Conan Exiles Season 3. Bis dahin bleibt mir schon gesund, drin gehauen und ciao, ciao.